Konstantinos Koulirakis, der derzeit bei PAOK Saloniki unter Vertrag steht, könnte in der nächsten Saison das Team wechseln. Dies ist auf das starke Interesse zurückzuführen, das der 20-jährige Innenverteidiger geweckt hat. Laut der Zeitung Bild ist Eintracht Frankfurt sehr daran interessiert, ihn zu verpflichten. Sie haben sogar letzten Winter ein Angebot gemacht, aber PAOK hat es abgelehnt. Jetzt plant Eintracht Frankfurt, im nächsten Sommer einen erneuten Versuch zu machen, ihn zu verpflichten. Derzeit wird Koulirakis stark dafür gehandelt, zu Mannschaften der Bundesliga und der Serie A, italienische Liga, zu wechseln. Mehrere deutsche Clubs sind an ihm interessiert, aber Eintracht Frankfurt scheint der Favorit zu sein. Im letzten Transferfenster kam Markus Krösche von Eintracht Frankfurt kurz davor, eine Vereinbarung mit Koulirakis zu treffen, sodass die beiden Clubs sogar ein konkretes Angebot diskutierten. Selbst die bestätigte Verpflichtung von Aurele Amenda ändert nichts an den Plänen für den jungen griechischen Spieler. Es scheint, dass Koulirakis im Sommer endgültig verpflichtet wird und einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Die Hauptherausforderung für die Übertragung von Koulirakis ist der Verhandlungswert. Früher hatte PAOK etwa 10 Millionen Euro für ihn verlangt. Dieser Betrag könnte jetzt sogar noch etwas steigen. Andererseits möchte Eintracht Frankfurt etwas weniger zahlen. Ein Vorteil für Eintracht Frankfurt ist, dass Koulirakis auch an diesem Wechsel interessiert ist, um seine Karriere voranzutreiben. Sein Vertrag mit PAOK läuft bis 2026 und derzeit wird er auf etwa 6 Millionen Euro geschätzt. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.